Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Himmel. Na, wie wird dieser Fight zwischen den beiden Teams ausgehen? Ich weiß es nicht, denn ich guck mich jetzt nach Jobs um, oder haben wir das im letzten Part schon gemacht? Haben wir, wie es aussieht, schon... Moment. Ja, haben wir schon gemacht, okay. Dann wollte ich ja in die Wasserfallhöhle wieder gehen, ne? Genau. Ausüben, ausüben, ausüben. Hol das Diebesgut zurück, hol das Diebesgut zurück, Nidorino eskortieren. Ach, Eskorte sogar? Ah. Shit. Enton-Eskorte zu Nidorino. Okay, ja, gut. Und Leute, ich weiß noch nicht... Oh, ich sollte vielleicht mein Geld lagern, bevor ich abhau irgendwie... Damn, in den Dungeon. Nicht, dass wir krepieren. By the way, genau, ich hab vor, jetzt mal, ich hab mir, oder downloade gerade nebenbei die Testversion von, Premiere. Und ich hab mir mal überlegt, dass ich dieses Video dann mit Premiere schneiden werde. Mal sehen, wie das ist. Ich werde mal gucken, ob ich mir das dann... Oh, Dreistreich, was ist das denn? Dreistreich. Fügt Schaden zu, attackiert gleichzeitig das Feld vor dem Anwender und die Diagonal rechts. Boah, das ist eigentlich eine ganz gute Attacke, ne? Aber wir können uns nichts leisten. Ist egal. Ja, und mal sehen, ob ich mir dann das Programm holen werde. Ich schneide ja mit Sony Vegas momentan noch. Und ich habe halt gemerkt, dass viele mit Adobe schneiden. Und ich dachte mir so, komm, probiere ich das einfach auch mal aus. Und ja, mal sehen, wie das wird. Ich muss mich dann erstmal da reinfuchsen. Ich habe halt echt, ich habe keine Ahnung von Premiere. Alleine Adobe-Programme nutze ich halt eher selten. Ich habe jetzt, ja, Photoshop für die Thumbnails mittlerweile, aber... vorher habe ich GIMP genutzt. Aber... Ja, von den restlichen Programmen habe ich halt null Ahnung. Deswegen, mal gucken, wie das wird. Mit Adobe Premiere. So. Und, naja, werdet ihr dann ja sehen. Und vielleicht werde ich dann halt öfter mal mit Premiere schneiden. Mal gucken. Werden wir dann sehen. Meine Nase ist halb zu, ey. Das ist richtig eklig. Ja. Und nur meine linke Seite. Das ist echt nicht cool. Nicht cool. Ein Orangegummi, ne? Ja, nice. Das ist doch schön. Hier, Dragon. Kuh steigt merklich. Warum kriegt der keine neue Kuhfähigkeit? Hi, Quapsel! Quapsel! Komm! Nein! Mann, ich will diese verdammte Quapsel haben. Was ist denn mit dir, Quapsel? Komm schon. Du musst doch eigentlich total begeistert von unserem Team sein, denn wir sind super. Hey, Anton, da ist dein Bruder. Ich meine, wir sind doch so toll. Eigentlich müsstest du sofort unser Team wollen. Verturzel, dich brauchen wir jetzt nicht. Eigentlich will ich einen Anton. Anton? Ich meine, Quapsel. Komm, irgendwo hier ist ein Quapsel. Irgendwo. Ich sehe es doch. Irgendwo. Ich rieche es. Hallo, Schmerbe. Immerhin macht das Enton recht gut Schaden. Treffe ich? Ja, treffe ich. Oh nein, was? Oh, okay. Das ist halt das Problem. Ich konnte jetzt gerade den Platz nicht mit Enton wechseln. Ein Felino, hallo. Weil, ja, er war auf dem Wasser. Ist ein bisschen problematisch, aber... Egal. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie viel Anton ist Level 10. Ja, okay. Aber er hat halt echt wenig Leben, ne? Oh. Immer diese Pokémon. Aber kein verdammtes Quapsel. Ich will doch nur ein Quapsel. Oh yeah. Hallo, Schmerbe. Dich will ich auch nicht. Okay, würde ich sagen, gehen wir auf die nächste Ebene. Vielleicht treffen wir da ja noch ein Quapsel. Mann, ey. Wie groß ist denn die Chance, Quapsel rekrutieren zu können? Ich hab keine Ahnung. Zack. Oh, schön, ey. Wir machen schönes Damage auf jeden Fall. Okay, komm. Wir erkunden nochmal die Ebene. Vielleicht treffen wir einen Quapsel. Zufälligerweise. Hoffentlich. Zack. Nein, was? Nicht getroffen. Oh.
Wenn das jedenfalls alles Quapsel, ne, dann würde ich mich ja freuen, aber es sind halt alles nicht Quapsel. Warpsamen, isst du Warpsamen, wirst du auf ein zufälliges Feld derselben Ebene versetzt. Auf einen Gegner geworfen, wird dieser versetzt. Okay, cool. Das könnte uns vielleicht in der Not mal helfen. Weiß ich nicht. Also möglicherweise, ja, möglicherweise. Komm schon, irgendwo, Quapsel. Kein Geweiher, Mann. Scheiß Nassmacher, ey. Nassmacher, das weiß ich. Ich will, Geweiher hatten wir schon im Team, ne? Aber habt ihr das gerade gesehen? Wie lange das einfach geblinkt hat, sag ich mal. Also, so, ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Hallo, Tarngela. Wo renne ich denn lang, hä? Moment, hä? Wieso bin ich auf einmal hier hinten? War ich nicht eben noch in dem ganzen, in dem Raum ganz rechts? Auf einmal bin ich hier. Ein Kekleon-Laden, hi! Was hast du denn so? Ein Appellorb? Belebersamen, haben wir genug Geld? Ich glaube nicht, oder? Nee, ja, okay, dann nicht. Scheiße. Wir könnten halt klauen. Aber das mache ich nur, wenn ich was ist ein Samen oder ein Orb, der einen direkt zu der Treppe teleportiert oder ein Flea-Orb oder so hab. Dann würde ich das machen. Dann würde ich das machen. Aber sonst nicht, nein. Sonst nicht. Okay, komm. Weiter. Nächste Ebene. Moment. Mussten wir nicht auf der Ebene schon irgendwas machen? Anderes? Missionsziele? Nee, okay. Die wirst du gut zurückholen. Ein rosa Gummi. Ich habe echt keine Ahnung. Ja, er muss Dings haben. Dragon. Kannst du jetzt mal irgendwie eine neue Kuhfähigkeit erlernen? Was ist denn mit dir, Dragon? Mann. Ja, deine Kuh ist wohl nicht so hoch, ey. Mann. Und, ich meine, du bist nicht mal so schlau, um eine neue Attacke zu lernen. Ich will mal Rasierblatt ein bisschen machen. Zack. Was? Daneben. Ach, Schlafpuder. Ist das dein Ernst? Oh, ich wollte schon... Toll. Ich hätte jetzt nicht A gedrückt. Nur, wenn ich gewusst hätte, dass Schlafpuder nicht wirkt. Scheiße. Das mit meiner Nase pisst mich gerade richtig an. Ho, das war schön, das war schönes Damage. Alter. Das war schönes Damage. Was ist denn das Diebesgut eigentlich? Mein Magen knurrt. Ja, das tut er im Real Life auch. Real Life, was ist das? Ja, das ist so ein Leben. Ist krass, ne? Komm, triff nicht. Na, dein Ernst. Okay. Lalala. Dein Ernst? Kann ich mich jetzt mal... Danke. Kann ich jetzt mal aufwecken? Ja, aufwecken. Kann ich jetzt mal aufwecken? Kann ich jetzt mal aufwachen, bitte? Wollte ich sagen. Wo ist denn der? Heilige Kacke! LOL! Okay, das ist der Gegner. Das ist der Gegner. Scheiß die Wand, jetzt komm! Danke! Was? Am Arena-Beere wurde fallen gelassen. Ja, Musch, das war der Ganove. Ah, ja, am Arena-Beere. Okay. Okay, manchmal. Ah, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Dass mir nicht angezeigt wird, wer der Ganove war. Oh! Das ist natürlich interessant. Okay. Komm, diesmal schaffen wir es aber. Zack. Nice. Wir haben es endlich geschafft. Oh. Endlich haben wir dieses verdammte Kabuto besiegt. Nein, nicht verlassen. Und ja, fortsetzen. Endlich. Endlich. Es wird schwindelig vor Hunger. Komm, irgendwo muss hier doch wieder ein Quapsel sein, Mensch. Was ist denn hier los? Ich will ein Quapsel. Ich will ein Quapsel. Okay, da ist kein Raum. Apfel essen. Jo. Hallo, Anton. Oh. Leider ist mein Rasierblatt leer. Hm. Es wollten schon so viele Pokémon beitreten, ne? Nur kein Quapsel. Das ist nicht cool. Ein Rotgummi, wie es aussieht. Cool. Brauchen wir aber eigentlich nicht so. Wir haben kein Feuer-Pokémon. Egal.
Rotgummi essen Dragon. Danke, endlich hast du mal eine neue Fähigkeit erlernt. Quapsel! Hallo Quapsel! Nein, Quapsel! Manu. Da ist Nidorino, immerhin ist das Anton jetzt nicht mehr bei uns. Kein Ding, dass wir euch zusammengebracht haben. Haben wir gerne getan. Das ist ein Felino. Das ist kein Quapsel. Ach, was du nicht sagst, Doki. Felino ist kein Quapsel? Ach, hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Du. Oh Gott. Zack. Hast du mich gerade über Eck angegriffen? Dein Ernst? Musste das sein, Anton? Musste das sein? Komm, ich will. Quapsel. Quapsel. Das ist ein Anton, das ist kein Quapsel. Ach, nicht dein Ernst, Doki. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Komm. Irgendwo muss hier doch noch ein Quapsel sein, Mann. Ihr seid keine Quapsel. Steinhagel, aua. Oh, nur 9 Damage ist okay. Schwungsamen, okay. Was auch immer das für ein Samen ist. Ja, wir müssen gleich aus der Ebene raus. Scheiß die Wand an, ey. Hallo, Welser. Hallo, Welser, hallo. Na, alles fresh? Ja, mach du mal, genau. Aua! Ha? What? Alter Vater! Hä, was jetzt mit den anderen Missionen? Haben wir die anderen Missionen auch nicht beendet? Wie, warte, haben wir die anderen Missionen jetzt auch nicht beendet? Warum? Aber, ja, wir sollten auch etwas schlafen, ich weiß. Was? Nicht dein Ernst? Es gab gerade erst Abendessen, aber ich könnte noch mehr vertragen. Bis meine Pumpe wird mir der Magen nicht, wird mein Magen nicht voll werden. Na gut, die Tiergildenmitglieder sind alle jetzt im Bett. Gehen wir dich suchen. Ja, was, Jochen? Na, was wohl, die Vorratskammer der Gilde. Wenn wir die Vorräte gefunden haben, schlagen wir uns den Wanst voll. Ach, die Idee gefällt mir, Boss. Okay, fangen wir an. Deren Ernst? Der nächste Morgen. Aufgestanden und ab dafür! Es ist morgen! Oh. Nicht schon wieder. Oh, guten Morgen, Doki. Hi, na. Ja, wir möchten speichern. Warte, ich muss kurz nachgucken, ob wir die ganze Mission nochmal haben. Ob wir die jetzt alle nochmal machen müssen, weil das wäre kacke. Aber eigentlich ja nicht, ne? Eigentlich ja nicht. Nee, aber die Belohnung bekommen wir auch nicht? Dann jetzt? Drittens, in einem Lachen werden wir es machen. Okay, morgen braucht es Zeit, um die Arbeit zu gehen. Jura. Wie jetzt? Ich will die Belohnungen haben. Ah, ihr zwei. Eure Aufgabe für heute ist, die Vorräte für die Speisekammer aufzufüllen. Speisekammer? Du meinst, wir sollen etwas zu essen besorgen? Richtig. Wir haben heute Morgen die Speisekammer kontrolliert. Aus irgendeinem mysteriösen Grund sind die Vorräte in der Gilde plötzlich drastisch geschrumpft. Darüber hinaus ist der Vorrat an perfekten Äpfel verschwunden. Sie sind als einziges Item überhaupt nicht mehr auf Lager. Perfekte Äpfel? Was ist das? Das sind sehr große und sehr schmackhafte Äpfel. Aber nicht nur das, sie sind auch die Lieblingsspeise des Gildenmeisters. Aber es gibt, wenn es keine perfekten Äpfel gäbe, würde der Gildenmeister, der Gildenmeister würde, Was würde mit Knoblauch passieren, wenn es keine perfekten Äpfel gäbe? Der Gildenmeister würde, das würde passieren. Was? Darum flehe ich euch an, geht und holt perfekte Äpfel. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Ich habe nichts gehört. Es wird mich verrückt machen, das nicht zu wissen. Na gut. Natürlich holen wir welche. Du kannst auf uns zählen. Gut. Ihr findet die perfekten Äpfel tief im Apfelwald. Doch Vorsicht, es hört sich nach einem einfachen Auftrag an, aber dieser Job ist von entscheidender Bedeutung. Schließlich geht es hier um den Gildenmeister.
Also bitte versag nicht. Okay. Geben wir wie immer unser Bestes, Doki. Natürlich machen wir das. Auch deren Ernst. Sieht aus, als würde es, würden sie auf Futtersuche gehen. Weil wir uns letzte Nacht den Magen vollgeschlagen haben. Die undankbare Aufgabe verdanken sie uns. Los, mach mich scharf. Und deren Ernst? Ich will bitte meine Belohnung haben. Ach komm! Nicht euer Ernte! Ich will. Aber. Und. Ich gehe nochmal kurz an den Strand. Keine Flasche, leider. Okay. Das ist nicht dein Ernst. Mann, die hätten so viel. Moment, vielleicht im Pandir-Café. Vielleicht der im Pandir-Café. Das wäre ziemlich cool. Nein. Scheiße. Das ist echt nicht cool. Hallo. Nehmen. Wir haben einige Items verloren. Elekid Link ist, Elevoltik Link, glaube ich. Elevoltik? Ja. Xatu ist immer noch nicht da. Items kaufen, bitte. Ach ja, die Musik ist immer so schön im Pokémon Mystery Dungeon. Die Musik ist immer mega, mega schön für dich. So mega fröhlich. Ich wollte gerade sagen, haben wir nur ein Item? Warte, was haben wir alles? Wir haben keinen Äpfel, oder? Wir müssen unbedingt einen Apfel mitnehmen. Wenn wir welche im Lager haben, wäre auf jeden Fall einen großen Apfel. Immerhin, okay, wir nehmen den großen Apfel mit. Dann haben wir mehr Äpfel noch. Wir haben auf jeden Fall. Weiß nicht. Was ist Persimban? Verwindet Verwirrung. Hauptet Angriff und Spezialangriff. Okay. Oh, wir haben Gummi, ist cool. Seit wann das denn? Wir nehmen noch eine Piersiftbeere mit, noch eine Sinelbeere, noch zwei Belebersamen. Okay, ein. Und ich glaube, ein Top-Elixier wäre auch keine schlechte Idee. Damit wir jedenfalls ein paar Items noch haben. So vorsichtshalber. Und. Guck mal, man geht schon auch. Wenn ein Pokémon es trägt, erhöht es. Achso. Ja. Geben Doki. Spezialband, geben Dragon. Ich mach's jetzt einfach mal so rum. Ach ja. Herrliche Musik. Ich guck nochmal kurz ans Job-Infobrett. Mal sehen, vielleicht finden wir da ja noch irgendwie was Cooles. Heiner, Klargummi, Grüngummi, Stachelberg. Ja, ich will halt Wasserfallhöhle auf jeden Fall machen. Ein Goldband kriegen wir, das ist cool. Ein Goldband ist schön. Ist wieder eine A-Mission. Eieiei. Okay, nun gut, Leute. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Wir gehen jetzt nicht mehr in den Dungeon. Für eine Minute lohnt sich das nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.